Hallo Leute, in meinem letzten Video, in dem ich den Tafelspitz gekocht habe, hat mich ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, dass es innerhalb meines Videos zu einer Kreuzkontamination gekommen ist. Worum geht es dabei? Und zwar geht es darum, wenn man Lebensmittel verarbeitet, muss man darauf achten, dass sich eventuell anhaftende Mikroorganismen bzw. Krankheitserreger oder Bakterien nicht auf das Endprodukt übertragen. Bei mir ging es da im Speziellen um diese Szene, ich blende sie euch gerade ein. Und zwar habe ich da Möhren vor dem Waschen auf mein Brett gelegt, gewaschen und dann auf demselben Brett weiterverarbeitet. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass an diesen Möhren Krankheitserreger anhaften. Diese wären nun auf meinem Brett und dann eben nach dem Waschen wären die Möhren auf diesem Brett und würden sich im schlimmsten Falle mit diesen Krankheitserregern eben wieder kontaminieren. Deswegen Kreuzkontamination. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass die geschnittenen und gewaschenen Möhren sich eben wieder infiziert haben, wir lassen jetzt mal die Inkubationszeit und das Wachstum dieser Mikroorganismen außer Betracht, würden diese in mein Gemüse, in mein Suppengemüse wandern und somit wären sie im Prinzip, wenn man den weiteren Verlauf nicht beachten würde, kontaminiert. Aber warum ist das nicht der Fall? Das komplette Gemüse und auch alles andere kommt für 3 Stunden in siedend heißes Wasser. Das heißt, ganz egal, welcher Mikroorganismus am Ende noch an den Möhren oder wo auch immer dran war, er ist tot. Von daher keine gesundheitliche Gefahr für irgendjemanden. Warum wasche ich die Möhren? Anhaftende Schmutzrückstände möchte ich eben abwaschen. Genauso wie beim Sellerie an den Wurzeln. Sowas wird vorher abgewaschen. Ist aber in keinster Weise gesundheitsgefährdend oder auch sonst irgendwie problematisch. Nun werden sich vielleicht einige fragen, warum sagt er das dem nicht direkt? Ganz einfach, der Ton macht die Musik. Wer anständig mit mir spricht, in einem vernünftigen Ton, der kriegt von mir auch eine vernünftige Antwort. Jeder, der meinen Kanal kennt und schon länger verfolgt, der weiß, von mir kriegt jeder eine Antwort. Warum antworte ich jetzt dann doch? Ganz einfach, das Thema ist erstens für viele interessant gewesen, es haben sich viele an der Diskussion beteiligt. Und zum Zweiten ist es ganz allgemein sehr, sehr wichtig, in der Küche hygienisch zu arbeiten. Das heißt, hätte ich jetzt auf diesem Brett danach meine Kuvertüre für eine Mousse au Chocolat geschnitten, wäre es durchaus bedenklich gewesen. Aus diesem Grund ist es sehr, sehr wichtig, in der Küche auf Hygiene und anständig und auf Sauberkeit zu achten, um eben so eine Kreuzkontamination zu vermeiden. In diesem Sinne hatte der Zuschauer natürlich recht, er hat mich da auf einen möglichen Fehler aufmerksam gemacht. Allerdings unterm Strich, es gab keinerlei gesundheitliche Gefährdung innerhalb dieses Videos. Von daher ist das Thema damit für mich erledigt. So, jetzt danke ich euch herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Kochen!